Inklusive Didaktik. Ich beginne mit einem Blick zurück auf die Anfänge der Didaktik als Wissenschaftsgegenstand, das Bild aus dem didaktischen Werk von Johann Amos Comenius. Es illustriert, dass zu seiner Zeit sehr viele Kinder unterschiedlicher Altersstufen in einem Klassenraum waren. Das Orbis Sensualium Pictus, geschrieben 1658, wird heute bezeichnet als Curricularer Kosmos, der wegweisend für die Entwicklung der Lehrpläne kommender Jahrhunderte war und der auch heute noch eine Fundgrube von Anregungen für didaktisches Nachdenken ist. Comenius hat gesagt, Didaktik sei die große Kunst, alles allumfassend zu lehren. Und ich lese aus diesem einfachen Satz für mein Suchen nach inklusiver Didaktik drei Impulse, Spuren oder Aufhänger. Der erste ist der Begriff alle. Nun wissen wahrscheinlich die meisten, dass Comenius einerseits fortschrittlich war, da er auch Mädchen und auch Kinder aus, wie wir heute sagen würden, bildungsfernen Familien, nämlich zu seiner Zeit alle außerhalb des Bürgertums, dass er auch diesen den Zugang zur Schule eröffnet hat. Gleichzeitig meinte er aber auch, dass die, Zitat, denen Gott den Verstand versagt, wie knorriges Holz liegen zu lassen seien. Mit dieser fragwürdigen Zuschreibung, wer soll das sein, war er weit entfernt von einer inklusiven Didaktik. Hilbert Meyer, mit dessen neuen W-Fragen wohl die meisten aktuell Lehrenden durch Studium und Referendariat gegangen sind, hätte mit diesem Alle die Antwort auf seine erste Frage, nämlich wer lernt. Und dieses Alle, das würde ich nochmal betonen, muss heute wirklich kompromisslos alle meinen. An dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal sagen, dass es für Comenius nicht selbstverständlich war, dass Mädchen und Frauen die Schule, geschweige denn Hochschulen, besuchten. Es gab aber Frauen, die sich zum Beispiel untereinander versorgt haben. Es gab die Silent Universities, für die Alice James bekannt ist. Da haben sich Frauen mit Newslettern gegenseitig gebildet, informiert, studiert. Ein sehr inklusives Vorgehen, wie ich rückblickend finde. Ja, die zweite Spur für mich, alles allumfassend, das wäre die Antwort auf die Frage, was und wie wird gelernt. Da möchte ich aktualisieren mit Georg Feuser. Egal wie ein Kind beschaffen ist, es hat das Recht, alles Wichtige über die Welt zu erfahren, weil es in dieser Welt lebt. Das hat Feuser 1998 formuliert. Er ist Vertreter der allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik, in der alle Kinder in Kooperation und innerer Differenzierung in einem gemeinsamen Gegenstand lernen. Ja, und der dritte Hinweis oder die dritte Spur, Comenius bezeichnet Didaktik als große Kunst und das gefällt mir. Didaktik ist eine Kunst, das weist hin auf etwas nicht so unbedingt Festzulegendes, auf etwas, was sich immer wieder neu gestaltet, was mit Schönheit zu tun hat, mit Kreativität, was anspruchsvoll ist und was auch verbindet. Sie, die Didaktik als Kunst, ist, würde ich sagen, der Kern eines Lehrauftrags, einer Lehrtätigkeit. Ich habe einen aktuellen Vorschlag für eine Systematisierung aus einem kleinen Forschungsprojekt, das von Beobachtungen und Beispielen ausgegangen war. Ich bin auf einer Lernreise nach Norwegen darauf gestoßen oder Bildungsreise. Und es hat eine Lehrerin und eine Professorin zusammen dieses kleine Projekt durchgeführt. Sie haben Schulen besucht und die Kolleginnen gefragt, welche Situation sie als inklusiv bezeichnen würden. Also wann habt ihr das Gefühl, da ist etwas passiert, was wir inklusiv nennen würden. Da war etwas gelungen, vielleicht in dem Sinn. Aus diesen Beobachtungen haben sie Begrifflichkeiten gesammelt, mit denen sie sagen würden, wir beschreiben inklusive Situationen im Unterricht. Die Begriffe, die sie gefunden haben, waren Membership. Also ich beginne jetzt mal mit den Englischen, weil sie uns die im Englischen vermittelt haben. Wir haben das dann hier übersetzt mit Mitgliedschaft, Dazugehörigkeit. Der zweite Begriff ist Mastery. Kompetenz vielleicht, Beteiligung als Experte, also jeder, jedes Kind muss nicht beständig immer Expertin sein, aber doch immer mal wieder erleben, das ist meine Expertise, das ist mein Wissen, meine Stärke und vielleicht ein ganz besonderes, das die anderen nicht haben, das wäre Mastery. Das dritte, Togetherness, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, ich glaube, das ist nicht so erstaunlich, das muss man jetzt gar nicht so erklären. Der vierte Begriff, Involvement, das wiederum fand ich interessant und nicht verwunderlich, aber auch gar nicht so naheliegend vielleicht. Wir haben es übersetzt mit Beteiligung, Verbundenheit, Verantwortung, vielleicht aber auch Engagiertheit, also ein innerer, naher Bezug zu dem Thema, an dem gearbeitet wird.
Und als drittes Learning, also Lernen, dass jedes Kind immer wieder auch fühlt und weiß, ich lerne hier etwas. Und Sie haben das als Tools bezeichnet, mit denen Sie dann auch später didaktische Situationen inklusiv beobachten wollten oder als inklusive beobachten wollten. Ich finde interessant, dass der Begriff Förderung hier nicht auftaucht. Und denn auch ich meine, die inklusive Didaktik kann auf ihn verzichten. Sie braucht nicht eine Richtung der Förderung, weder Förderung vermeintlicher Defizite, die ausgeglichen werden sollen, die anzupassen, unterstützen, auf normorientierte Erwartungen hinzielen. Und sie braucht den Begriff der Förderung auch nicht als leistungsbezogene Förderung, die stärkenorientiert vermeintliche besondere Fähigkeiten selektiert und hervorhebt. Die Begriffe Learning und Mastery weisen zwar darauf hin, dass jedes Mitglied der Gruppe, wir wurden ja Schulklassen beobachtet, lernt, lernen will, in der Erfahrung des Lernens unterstützt wird und spezifische Expertise entwickeln kann. Persönliches Engagement, Vorlieben, Interessen. Diese stärken sich in einer gemeinschaftsstiftenden Rahmung meines Erachtens von selbst. Ich betone das so, weil in inklusiven Schulen oft der Aspekt der individuellen Förderung betont wird, diese sich beweisen muss oder die Sinnhaftigkeit der inklusiven Schule sich vielleicht in der Förderung belegen muss. In der individuellen und ihr belegtes Fehlen oft die Begründung für ein Scheitern ist. Aus meiner Sicht betont inklusive Didaktik genau die andere Seite, das Gemeinschaftliche, das sich Verbinden im gemeinsamen Gegenstand, wieder ein Begriff von Georg Freuser, das Erkennen, dass ein jeder Prozess ein anderer wäre, wenn ein Mitglied der Gruppe fehlen würde und der die Besonderheit, das Unverwechselbare der Gruppe in der Zugehörigkeit im Beitrag eines jeden, einer jeden Einzelnen ausmacht. Dies aber in Verbundenheit, gerahmt von Gemeinschaft. Ich lese ein Zitat vor und verrate später, von wem das ist. So ist Realität unter den Bedingungen einer gemeinsamen Welt nicht durch eine allen Menschen gemeinsame Natur garantiert, sondern ergibt sich vielmehr daraus, dass ungeachtet aller Unterschiede der Position und der daraus resultierenden Vielfalt der Aspekte, es doch offenkundig ist, dass alle mit demselben Gegenstand befasst sind. Das hat Hannah Arendt formuliert. Und ich finde das eine interessante Formulierung unserer wesentlichen Aufgabe, im Großen und im Kleinen. Es geht also nicht um die Frage einer gemeinsamen Natur, sondern um die Beschäftigung mit dem Gemeinsamen, mit dem gemeinsamen Gegenstand. Das zu realisieren, ist Aufgabe von Didaktik. Dabei können sich inklusive Momente auch in exklusiven Umgebungen realisieren. Unser Bildungssystem ist so exklusiv, dass man ja meinen könnte, es verhindere Inklusion. Aber in konkreten Prozessen, in der Gestaltung eines Tages, einer Klassengemeinschaft, eines Projekts, können sich inklusive Momente entwickeln, vermehren, zu inklusiven Prozessen ausdehnen und damit Realitäten schaffen. Inklusive Didaktik ist insofern ein Repräsentant. Wo Inklusion, der große Anspruch, nicht realisiert, stellenweise auch verhindert wird, kann Didaktik inklusiv gestaltet werden. Und das ist greifbarer und gegenwärtig nicht ausschließlich auf eine Leitidee, eine Vision hin ausgerichtet. Dafür werden wir in der inklusiven Pädagogik ja häufig auch kritisiert. Und ich finde es deswegen generell sehr viel greifbarer von inklusiver Didaktik, inklusiver Kita, inklusiver Schule, inklusiver Hochschule, einem inklusiven Prozess und so weiter zu sprechen, als von der Inklusion. Ja, und auf die Beteiligung an diesen Prozessen hat jeder ein Anrecht, egal wie sie beschaffen ist. Damit haben wir Comenius überholt. Und so macht sich Inklusivität nicht daran fest, wie die Gruppe beschaffen ist und wer zu ihr gehört. Denn diese grundsätzliche Zugehörigkeit ist A, Voraussetzung und B, zwanglos. Sie ist nicht festzumachen an Zuschreibungen, Selektionen, Gruppenzugehörigkeiten, Identitäten, auch nicht in der Repräsentanz von Minderheiten oder Marginalisierten. Diese zwanglose Zugehörigkeit ist Voraussetzung, dass jeder zugehören kann, ist ja voraussetzend, aber nicht hinreichend. Denn ob sich etwas inklusiv gestaltet, zeigt sich darin, wie in dieser Gruppe miteinander verhandelt wird, wie Welt gemeinsam gestaltet wird
und wie von der konkreten Situation und Aufgabe aus Rückschlüsse auf ein größeres Gemeinsames gezogen werden können. Wie wollen wir miteinander leben? Fragt handlungsleitend der Index für Inklusion über all seine 700 Fragen hinweg. Der gemeinsame Gegenstand wiederum wird unterschiedlich wahrgenommen. Und eine Aufgabe inklusiver Didaktik wäre, möglichst verschiedene Wahrnehmungen und Perspektiven sichtbar, hörbar zu machen, zu teilen, auszutauschen, um dann wieder neu zusammenzusetzen, zu orientieren, zu sortieren, um die Vielschichtigkeit zu erkennen und anzuerkennen, überhaupt erstmal wahrzunehmen, denn das ist nicht selbstverständlich, diese verschiedenen Perspektiven. Die sehe ich ja zunächst aus meiner eigenen nicht immer. Der letzte wichtige Aspekt einer inklusiven Didaktik ist, dass unser Lernen von, unser Arbeiten mit, unsere Annäherung, vielleicht Aneignung von Welt, von den Inhalten, Anliegen, Gegenständen, mit denen wir uns befassen, nicht nur uns verändert, wir erfahren über die Welt und die Dinge, sondern auch diese durch unsere Blicke, unsere Begegnung sich verändert. Und damit möchte ich abschließend ermutigen, dass inklusive Didaktik ein Kulturschaffen in Gemeinsamkeit der Welt auch auf ihre Weise begegnet und sie damit verändert.